alle Hundebegeisterten und Tiermedizininteressenten. Heute möchte ich euch das Thema Krallenkürzen ein bisschen näher bringen und euch erklären, warum müssen wir die Krallen kürzen, wie können wir die Krallen am besten kürzen und was für Probleme bringt es mit sich, wenn der Hund zu lange Krallen hat. So, nun zum ersten Thema, warum wir die Krallen kürzen sollten. Also zum einen, weil die Krallen einfach ein ganzes Leben lang wachsen und zum anderen, weil, wie eben schon angesprochen, wenn die Krallen zu kurz sind, unser Hund Probleme bekommen kann. Und um zu verstehen, warum, zeige ich euch jetzt mal anhand von Smarty, wie es eigentlich aussehen sollte und wie wir da Probleme bekommen könnten. So, wie man jetzt bei Smarty sehen kann, sind ihre Krallen schon sehr an der Grenze. Deswegen wollen wir die heute auch mal kürzen. So sollte es normalerweise ausschauen. Wenn euer Hund mit der Pfote am Boden steht, sollte die Kralle nicht am Boden aufkommen. So, und bei Smarty ist es hier eben ganz knapp davor, dass die am Boden sind. Wenn die jetzt noch länger wären, kann es eben passieren. Ich versuche es mal an der Kralle zu zeigen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die wäre jetzt bis zum Tisch lang, die Kralle, dann verschiebt sich ja der Winkel von unseren Zehengelenken. Der wird dann steiler und dadurch verlagert sich auch das Gewicht von der ganzen Balle auf die hintere Balle, was eben Haltungs- und Gangschäden mit sich bringen kann. Und der ständige Druck kann auch zu Lahmheiten führen. Genau, und wenn es dann eben auch dauerhaft auftritt, kann euer Hund auch Arthrose bekommen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, die zu schneiden. Außerdem muss man ja auch beachten, wenn eure Krallen oder die Krallen von eurem Hund zu lang sind, dann können die auch schneller irgendwo mal hängen bleiben und die können sich die abreißen oder splitten. So, jetzt erzähle ich euch noch was. Und zwar wundern sich bestimmt einige, zum Beispiel auch beim Tierarzt, warum meistens bei der hinteren Pfoten oder bei den hinteren beiden Pfoten fast nie was geschnitten werden muss. Und zwar liegt es daran, dass beim Akt des Laufens die Kraft und die Energie vom hinteren Bewegungsapparat ausgehen. Sprich, hier wird einfach viel mehr Kraft im Abrollen benutzt und deswegen sind die meistens auch mehr abgenutzt wie die Krallen vorne. So, nächster Schritt. Was brauche ich jetzt zum Krallenkürzen? Ich habe mal hier ein bisschen was hingelegt. Einfach um zu zeigen, was man auch nicht benutzen sollte. Auf jeden Fall nicht unsere Nagelschere, denn hier ist das Problem, dass die Nagelschere nicht gleichmäßig Druck beim Schneiden ausübt, sondern erst hier hinten und dann nach vorne geht. Deswegen die auf keinen Fall benutzen. Dafür gibt es ja in den Hundeläden perfekte Krallenscheren, die immer gleich an allen Stellen Druck ausüben und auch noch eine Aussparung haben, die perfekt an die Form von den Krallen angepasst ist. Gibt es entweder in groß oder in klein. Was wir auch immer haben sollten, sind Leckerlis. Und was auch immer gut ist, wenn euer Hund dunkle Krallen hat, ist eine Lichtquelle. Gut, hier in der Praxis ist es einfach. Bei euch daheim könnt ihr vielleicht einfach euer Handylicht nehmen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir der Smarty ihre Krallen schneiden. So. Wie man sieht, Smarty ist gut daran gewöhnt, dass ich ihre Pfote nehme. Aber wenn euer Hund es noch nicht so gut gewöhnt ist und sich nicht an den Pfoten oder an den Krallen anfassen lässt, dann am besten vorher einfach mal üben, damit die das nicht mit was Negativem verbinden und irgendwann gar nicht mehr machen möchten. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das am besten anhält. Viele schneiden leider irgendwie so oder gerade nach unten. Das ist aber schwierig, weil wie man bei Smarty eigentlich perfekt sehen kann, haben die Hunde auch in den Krallen noch das sogenannte, wie es alle eigentlich kennen, Leben, was unter anderem einen Nerv beinhaltet und ein Blutgefäß. Sprich, wenn wir so reinschneiden, schneiden wir ja total ins Blutgefäß und auch in die Nerven. Und es bringt auch einfach nur Schmerzen für den Hund und Blut mit sich. Also am besten halten wir das einmal so an, schräg von unten und lassen auch immer einfach ein bisschen Platz vor dem Blutgefäß. So, und das reicht dann eigentlich auch schon. Genau so. Man kann natürlich auch von oben schneiden, aber dann bitte auch wieder schräg und nicht gerade nach unten.
Hier an der Kralle würde ich zum Beispiel gar nichts schneiden, weil da geht unser Blutgefäß bis ganz nach vorne. Hier ist ja unsere schon geschnittene Kralle, da kann man dann ja vielleicht auch noch ein ganz kleines Stückchen wegnehmen. So, aber das reicht dann auch schon. Nächste Kralle. Bei Smarty hat man einfach den Vorteil, dass man gut sieht, bis wohin die Krallen gehen. Kann man noch die Spitzen schneiden. Hier würde ich wiederum gar nichts schneiden, weil wie man sieht, das Blutgefäß wieder bis nach ganz vorne geht. Und bei jetzt zum Beispiel schwarzen Krallen, bei der Smarty haben wir nur eine, zeige ich euch auch gleich, wie wir das am besten machen können. So, was wir vorne an der Vorderpfote nie vergessen dürfen, ist der Daumen. Manche Hunde haben hinten ja auch noch eine Wolfskralle. Im Übrigen heißt es vorne Daumenkralle und hinten Wolfskralle. Da muss man immer darauf achten, dass man die auch mitschneidet, weil die immer viel vergessen wird. Aber die nutzt sich ja jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht ab, weil die ja nicht mal auf den Boden kommt. So, erste Pfote ist geschnitten. Jetzt kommt die zweite. Erstmal kontrollieren wir wieder, bis wohin das Blutgefäß geht und dann können wir schneiden. So, das waren jetzt die vorderen. Jetzt gehen wir zu den hinteren, wo Smarty tatsächlich auch mal eine schwarze Kralle dabei hat. Und die machen ja die meisten Probleme, weil man eben nicht sieht, bis wohin das Blutgefäß geht. Hier könnt ihr nämlich eben gerne eure Lichtquelle benutzen und die einfach mal dagegen halten. Bei manchen Krallen kann man das dann tatsächlich durchschimmern sehen, das Blutgefäß. Bei Smarties, die sind leider zu schwarz, kann man es nicht sehen. Hier kann man aber trotzdem Krallen schneiden. Ich mache das immer so, ich fange einfach ganz vorne an und schneide immer stückchenweise nach vorne. Hier einfach Stück für Stück schneiden. Und dann seht ihr auch irgendwann hier das Schwarze in der Mitte und da höre ich dann auch wirklich immer auf zu schneiden. Ich will ja nicht, dass ich da reinschneide und ihr unnötig wehtue. Da schneide ich lieber öfters, anstatt dass ich hier wehtue. Und wie ihr seht, hier hinten ist es auch wirklich nicht so weit vorne das Blutgefäß. Sprich, die Krallen sind auch gar nicht so lang. Deswegen muss ich da auch wirklich nur die Spitzen schneiden. So, das war jetzt schon das ganze Hexenwerk. Smarty ist es zum Glück schon gewöhnt. Wir machen es aber auch oft genug und üben mit ihr auch das Pfoten anfassen. Deswegen findet sie das gar nicht schlimm. Wie oft sollte man jetzt Krallen kürzen? Kommt immer ganz darauf an, wie euer Hund veranlagt ist genetisch, was für ein Aktivitätslevel der hat. Kommt auch ganz auf die Rasse drauf an. Gibt Rassen, die müssen einfach öfters die Krallen geschnitten bekommen. Und woran es auch liegt, ist, ob ihr auf weichen Untergrund, sprich Wald zum Beispiel oder Wiesen lauft oder ob ihr viel auf Asphalt lauft. Alternativ zu den Krallen scheren gibt es auch solche Schleifapparate. Die sind immer ganz gut, wenn eure Hunde die Krallen scheren überhaupt nicht mögen. Und mein Geheimtipp, was ich auch super finde, sind einfach ganz grobe Feilen. Da könnt ihr einfach die Pfote nehmen, die grobe Seite der Feile und einfach runterfeilen. Da kann nämlich gar nichts verkehrt gehen. Da könnt ihr eurem Hund nicht ins Blutgefäß und auch nicht in die Nerven schneiden. Was ihr alternativ auch machen könnt, ihr könnt einfach, wenn ihr mit eurem Hund Gassi geht, auf dem Asphalt Pfote vom Hund nehmen und einfach auf dem Asphalt ein bisschen feilen. Geht auch schon. Und wenn ihr jetzt einen Hund habt, der total lange Krallen hat, weil das Blutgefäß schon so weit vorne ist, dann versucht euch einfach anzugewöhnen, jede Woche oder alle 2 Wochen nur ein kleines Stückchen zu schneiden. Und es geht dann mit den Wochen auch wieder zurück, das Blutgefäß. Und so kriegt ihr dann die Krallen auch wieder kürzer. Und wenn ihr jetzt doch mal reinschneidet, ist den Besten schon passiert, macht auch nichts. Klar, wenn ihr jetzt halt irgendwo komplett hier vorne schneidet, dann sollte man sich vielleicht doch mal überlegen, zum Tierarzt zu fahren, wenn es gar nicht mehr aufhört zu bluten. Aber im Normalfall hört es auch wieder auf zu bluten. Ihr könnt auch zum Beispiel Kernseife drüber fahren, dann hört es auch manchmal auf zu bluten.
Ansonsten einfach mit einer Kompresse draufhalten, bis es wieder aufhört. Der Blutdruck von eurem Hund ist in dem Moment natürlich auch total hoch, deswegen blutet sie auch umso mehr. Da einfach keine Panik bekommen, Ruhe bewahren, draufhalten und dann hört es auch schon wieder auf zu bluten. Ja, die Krallenscheren gibt es in jedem Zoofachhandel. Also versucht es einfach mal, holt sie euch. Notfalls bestellt ihr euch eine Schleife für die Hunde und versucht es damit oder eben mit der Feile. Aber habt keine Angst, bei eurem Hund die Krallen zu kürzen. Probiert es einfach mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal, liked das Video und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr bei eurem Hund Krallen schneidet und wenn ja, wie ihr das macht. Und dann bis zum nächsten Video bei Aline von Tiermedizin aus Hundesicht.